Ärzte sind auch nur Menschen. Wer hätte das gedacht? Und deshalb behandeln sie offenbar nicht alle Patienten gleich. Sie verschreiben nämlich Frauen ohne erkennbaren Grund deutlich mehr Psychopharmaka und Schlafmittel als Männern. Das ist doch eine Info, die wir dringend mal hinterfragen wollen. Außerdem zeigen wir, wie unterschiedlich Männer und Frauen mit psychischen Belastungen umgehen. Und wir klären, ob Antidepressiva tatsächlich aggressiv machen können. Also, bleiben Sie dran. Es lohnt sich wie immer. Eine Studie hat es ans Licht gebracht. Frauen werden 2 bis 3 Mal mehr Psychopharmaka und Schlafmittel verschrieben als Männern. Und das irritiert uns, denn diese Medikamente haben viele Nebenwirkungen und sie können abhängig machen. Es scheint also, als ob viele Frauen geradezu in eine Abhängigkeit therapiert werden, aus der sie nur sehr mühsam wieder rauskommen. Ich bin zum Arzt, weil ich einfach solche körperlichen Symptome gespürt habe, wie Herzrasen, Herzstolpern, Unruhe. Ich konnte nicht richtig schlafen und man konnte nichts finden bei mir. Und dann hat er mir einfach dann so ein starkes Beruhigungsmittel gegeben. Am Anfang war es so eine kleine Dosis und dann mit der Zeit hat sich das gesteigert. Dann hatte ich zum Schluss vielleicht 3 Stück, morgens, mittags und abends, weil einfach die Wirkung nicht mehr die gleiche war wie am Anfang. Ich musste einfach mehr nehmen. Und das war für mich eigentlich nicht schwierig, daran zu kommen. Ich musste nur anrufen in der Praxis und dann habe ich ein Rezept bekommen. Und dass es abhängig macht, habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Das erwähnt der Hausarzt nicht. Dabei wäre eine Warnung mehr als angebracht. Denn die Tabletten, die Anja Klein vor 2 Jahren gegen ihre Schlafstörungen und Ängste bekommt, enthalten Benzodiazepin. Ein starkes Beruhigungsmittel, das schon nach 8 bis 12 Wochen zur Abhängigkeit führen kann. Nach einem scheinbar harmlosen Besuch beim Hausarzt wird sie so in den nächsten Wochen Stück für Stück tablettenabhängig. Ein typisches Schicksal, das sie mit bis zu 900.000 Frauen in Deutschland teilt. Das belegt eine Arzneimittelstudie aus dem letzten Jahr. Wie Arzneimittelexperte Gerd Gleske und seine Kollegen herausfanden, bekommen Frauen 2 bis 3 Mal so häufig Beruhigungsmittel verschrieben wie Männer. Die Gründe, die Gleskes Team dafür fand, bestätigen auch andere Studien, zum Beispiel die des Robert-Koch-Instituts. Ärzte legen bei Frauen und Männern unterschiedliche Maßstäbe an. Frauen gelten aus der Sicht der Medizin als psychisch labiler, werden als hysterisch dargestellt, Frauen haben Schlafstörungen, Frauen haben auch hormonelle Störungen. Das alles spricht dafür, dass man angeblich das Richtige tut, wenn man Frauen Psychopharmaka verordnet, die sie dann beruhigen, die sie wieder ausgleichen. Insofern ist die Verordnungshäufigkeit von Psychopharmaka bei Frauen natürlich abgeleitet von dem Bild, was die Medizin sich über Frauen gemacht hat. Und es gibt auch Werbung der pharmazeutischen Hersteller, die dann darauf hinweisen, diese Frau kam und klagte über Magenschmerzen. Nach 2 Minuten wusste ich, sie braucht etwas für die Psyche. Diese Vorurteile und dass Frauen bei Ärzten offener über Probleme sprechen, haben gravierende Folgen. Von rund 1,2 Millionen Menschen, die von Beruhigungsmitteln abhängig sind, sind etwa 80% Frauen. Und zwar, weil Ärzte ihnen zu häufig abhängig machende Medikamente geben. Wir sehen, dass bei Frauen besonders häufig sogenannte Benzodiazepine eingesetzt werden. Und wir sehen gleichzeitig, dass diese Mittel besonders häufig, fast zu 2/3, in Bereichen eingesetzt werden, wo sie gar nicht hingehören. Also bei Stress, bei Alltagsbelastungen, bei Unpässlichkeiten, bei Schlafstörungen. All das ist keine Indikation für diese Mittel. Und wir sehen aber eben auch, dass auf die Dauer diese Präparate weiterverordnet werden. Und auf die Dauer verordnet heißt, dass Frauen in die Abhängigkeit hineinrutschen. Auch Anja Klein geht es so. Aus ihren zuvor alltäglichen Ängsten wird mehr und mehr eine ausgewachsene Panikstörung, gegen die Tabletten immer weniger helfen. Doch nicht nur ihr Hausarzt, auch andere verordnen sie ihr weiter, obwohl sie deutlich macht, dass sie die Pillen schon seit Monaten nimmt. Die Beschwerden wurden immer stärker. Ich musste auch dadurch mehr Beruhigungsmittel nehmen. Und irgendwann hat es irgendwie alles gar nichts mehr gewirkt und mir ging es eigentlich immer körperlich schlechter. Also ich hatte immer mehr und mehr Angst, bin dann häufiger ins Krankenhaus in die Notaufnahme gefahren. Die haben mir dann einfach auch wieder genau das Gleiche gegeben, also diese Beruhigungstabletten. Davon sollte ich jetzt sofort eine nehmen und dann wird es mir dann wieder gut gehen.
Stattdessen verschlechtert sich ihr Zustand so sehr, dass schließlich nur noch ein 6-monatiger Tablettenentzug hilft. Zur Therapie meldet sie sich selbst in der darauf spezialisierten Rhein-Jura-Klinik an der deutsch-schweizerischen Grenze an. Für die Experten hier ist ihre Geschichte ein typischer Behandlungsfehler. Denn das richtige Mittel gegen Ängste, wie die von Anja Klein, sind Gespräche, nicht Pillen. Das Wichtigste ist, dass jemand, der Hilfe sucht mit einer Angstproblematik, dass der jemand findet, der einem zuhört und der einem hilft, die Angst als unbegründete Angst einzuordnen. Bei Ängsten an sich sind sicherlich Medikamente kontraindiziert. Und das heißt, das Problem verschärft sich massiv und die Angst wird immer stärker und ich muss immer mehr des Medikamentes nehmen. Trotzdem schickt kaum ein Arzt die Patientinnen zu spezialisierten Beratungsstellen oder zur Gesprächstherapie. Ein Fehler mit System. Ärztinnen und Ärzte möchten aus meiner Sicht gerne diese Patientin in ihrer Praxis behalten. Im Prinzip ist eine Arztpraxis natürlich auch ein ökonomisch orientierter Betrieb. Es müssen Kunden in der Arztpraxis sein, damit ich abrechnen kann. Und das bedeutet eben auch, dass man möglichst die Patientinnen nicht verlieren will. Das mag in manchen Bereichen ein Grund sein, warum relativ leichtfertig häufig über längere Zeit solche Präparate verordnet werden. Ein Teufelskreis, aus dem Anja Klein nur mit Hilfe monatelanger Therapie wieder herausfindet. In der Klinik lernt sie, wie Gespräche, Bewegungs- und Entspannungsangebote ihr helfen können. Gerade noch rechtzeitig entkommt sie so einer Abhängigkeitskarriere, die für viele andere Frauen in einen jahrzehntelangen Kampf mündet. Verläufe von 20 Jahren sind dabei keine Seltenheit. Doch Anja Klein hat es geschafft, wenn auch mit harter Arbeit. Der Entzug von den Beruhigungsmitteln war ein sehr schwerer und harter Weg, aber der Weg hat sich gelohnt. Und weil ich auch hier Leute hatte, also die mich einfach unterstützt haben auf diesem Weg. Mir geht's heute besser. Ich brauche diese Beruhigungsmittel nicht mehr und bin sehr froh, dass ich in die Klinik gegangen bin. Tja, so zynisch es klingt, Beruhigungsmittel zu verschreiben, ist eine kostengünstige Behandlung. Für ungefähr 80 Euro im Jahr sind die Patienten versorgt. Eine Psychotherapie wäre viel teurer.